Oskar, Glückwunsch zum Sieg. Wie habt ihr es heute geschafft, diese Mannschaft zu schlagen? Ja, wir sind gut aufgetreten, wir haben unsere Chancen ausgenutzt. Es steht 2-0 für uns und ja, das freut, dass wir hier 3 Punkte gesammelt haben und nächste Spiele gewonnen haben. Ihr habt ja die letzten Spiele mit weniger Profis bestreiten können, habt da weniger Erfolg gehabt, heute erfolgreich gewesen. Wie ist es? Ja, also ich denke, dass wenn die Profis von oben unten kommen, zu 23, die müssen sich auch hier aufmerksam machen. Und heute war zum Beispiel ich, deswegen ist es egal, ob das zweite Mannschaft ist, erste, wir müssen ganz professionell umgehen. Und egal, wo wir spielen, wir müssen 100% geben. Und es freut mich auch, dass die Jungs von zweiter Mannschaft auch sehr gut heute gespielt haben. Und ich denke, ohne mich, die hätten auch das geschafft. Du bist in der Winterpause jetzt dazugekommen, spielst jetzt regelmäßig in der zweiten Mannschaft, hast bestimmt noch mehr vor. Erzähl mal mehr drüber. Ja, natürlich ist mein Anspruch, bei den Profis zu spielen. Und deswegen bin ich hier gekommen, um bei den Profis zu spielen. Aber so wie gesagt, ich habe das Vertrauen zu den Chefs hier, zu Herrn Slomka und zu Herrn Kreuzer. Und wenn die mir sagen, dass die Spielpraxis hier für mich wichtig ist, dann ich mache das und ich spiele hier. Ich mache mein Bestes hier und dann ich warte auf die Chancen bei den Profis. Wenn das nicht nächste Woche ist, dann übernächste Woche. Also ich habe immer mein Ziel vor Augen und ich werde das durchziehen. Und wie siehst du es selbst? Machst du Fortschritte? Steigerst du dich? Entwickelst du dich? Was meinst du? Also letztes Jahr hat mir sicherlich Spielpraxis gefehlt. Deswegen ich bin sehr froh, dass ich jetzt Nationalmannschaft habe und zweite Mannschaft. Deswegen kann ich die Spielpraxis sammeln. Und jetzt sehe ich, dass jetzt schon langsam die Zeit kommt, wo ich ganz gut die Zeichen geben kann, dass ich schon gut drauf bin. Ihr habt euch jetzt ein bisschen in der Mitte absetzen können, wegen den Abstiegsplätzen seid ihr ein bisschen sicherer. Was meinst du, was man mit dieser Mannschaft diese Saison noch erreichen kann und was kannst du uns über das nächste Spiel gegen den FSV Hollenbach sagen? Jedes Spiel ist wichtig, es ist noch nichts sicher. Und ich gucke gar nicht die Tabelle, also ich spiele einfach und ich denke, es funktioniert. Also es ist egal, welcher Gegner ist das. Wenn ich spiele, dann ich gebe immer 100% und immer 3 Punkte müssen da sein. Also deswegen, es macht mir keinen Unterschied, wer auf dem Platz steht, gegen wen spiele ich. Also da müssen klar 3 Punkte sein und gutes Spiel von jedem von uns und auch von mir. Oskar, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.